Okay, wir sollten mal nach den Provinzaktionen schauen. Da haben wir Regionalregierung unterstützen. Wir haben hier keine laufende Aktion. Hier haben wir Sozialgesetze. Was machen Sozialgesetze? Weiß ich gar nicht. Und hier Umweltschützen. Wir können mal gerade gucken. Provinz Umweltzerstörungsfaktor. Das heißt, wir können hier laufende Aktion in der Provinz können wir jetzt beenden, weil unsere Umweltzerstörungsmodifikator ist bei 0. Das heißt, das hat funktioniert. Das heißt, da müssen wir also auch drauf gucken. Ja. Also. Dann wäre die Frage, was wir da als nächstes machen. Irgendwas bauen wäre hier schön, nachdem wir die Umwelt geschützt haben. So. Kein laufendes und wir sind auf minus 12. Und hier Sozialgesetze. Das ist, um den BIP zu boosten, war das. Das kostet uns 15 die ganze Zeit. Würde ich sagen, das sollten wir auch verwerfen. Ja. So, jetzt sieht's mit... Okay, sind wir immer noch im Negativen bei den Aktionspunkten, aber so ist das. Und Regionalregierung unterstützen ist das, was wir machen, um plus 15 zu bekommen. Jetzt können wir bei Provinzaktionen gucken. Wirtschaftliche Aktionen. Modernisierung der Infrastruktur, aggressive Bewirtschaftung, Ausbeute erhöhen, Umweltschützen oder Entwicklungszuschüsse. Was sind denn die Entwicklungszuschüsse? Okay, warte. Provinzaktionen, wirtschaftliche Entwicklungszuschüsse. Kostet 1000 AP. Provinzbevölkerung Christchurch plus 10. Provinz Umweltzerstörung plus 25. Interventionismus plus 1. Tja, also wir kriegen mehr Bevölkerung, was uns mehr AP einbringen wird. Aber die Umwelt wird wieder zerstört. Entwicklungszuschüsse wären das. Hat aber volle... Dann wirtschaftlich Modernisierung der Infrastruktur. Hatten wir auch schon das plus 20 Umweltzerstörung. Das ist Provinzunzufriedenheit wird geändert. Provinz BIP steigt um 5. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Und wir kriegen wieder einen Interventionismus. Aggressive Bewirtschaftung. Sorgt dafür, dass wir mehr Rohstoffeinnahmen haben. Und es gibt einen Hit auf Arbeitslosigkeit. Es gibt zwar Interventionismus, aber Umweltzerstörungsmodifikator 1 ist jetzt nicht so hoch. Finde ich auch gut. Und die Provinzunzufriedenheit ist auch nicht so hoch. Nö. Das, Wir haben im Moment... Also insofern... Im Moment Unzufriedenheit 0. Dann wäre das durchaus eine Option, finde ich. Ja, wir können mal hier plus 5 und plus 4. Ich guck mal, wie es in Dundun Dunedin ist. Aber ich hab geguckt, wie es ausgesprochen wird. Okay. Ist dasselbe. Dunedin. Dunedin wird es ausgesprochen und Dunedin ist die zweitgrößte Stadt da auf der Südinsel. Okay. Und die Provinzhauptstadt von einer der Regionen, die ich vergessen habe. So, ich würde dann jetzt hier... okay, es kostet dann natürlich 25 Aktionspunkte Unterhalt. Naja, was bringt, also die Rohstoffeinnahmen finde ich schon ganz interessant. Ja. Ja, machen wir das. 100%. Wir haben auch die Zustimmung. Zwei Parteien sind nicht dafür.
links außen und Mitte links. Aber wir haben trotzdem die Zustimmung. Und dann können wir hier mal gucken. Provinzaktion, vielleicht finden wir bei gesellschaftlich was. Wir können sie ja wieder ein Festival feiern lassen. Ja, Festival ist Unzufriedenheit und Provinz BIP 1 würde auch unseren persönlichen Kontrolle-Modifikator ausgleichen. So, was haben wir hier? Hier haben wir auch 0 Unzufriedenheit. Es ist super, dass die Bevölkerung in unseren jeweiligen Regionen so zufrieden ist, ist super schön. Ja, deswegen könnte man hier auch... Ich will das jetzt auch nicht... Genau, man könnte. Man könnte das jetzt auch angehen. Und aggressive Bewirtschaftung, finde ich, klingt von der Wortwahl stärker als das, was dann schlussendlich dahinter steht. Ja. Man könnte auch Ausbeute erhöhen. Ist ähnlich als das andere. Die Boni sind nicht so hoch. Kostet aber auch nicht ganz so viel. Aber Unterhalt ist trotzdem 25. Ja, komm, dann lass uns das andere nehmen. Wir können das andere ja dann auch immer wieder abschalten, ne? Ja. Oder läuft es jetzt... Nee, wir müssen es dann aktiv... Ist es eigentlich irgendwie begrenzt? Nee, wir müssen es aktiv dann abschalten. Es dauert nur 25, bis es eingeführt wird. Okay. Ah, okay. Das hier gibt uns plus 10% Unzufriedenheit und die Boosts sind höher. Das andere ist ohne den Unzufriedenheits-Dings. Ja. Aber wir haben 0% Unzufriedenheit. Die Frage ist, ob wir 10% Unzufriedenheit riskieren wollen. Oder einfach sagen, die werden schon von alleine unzufrieden, wir werden schon irgendwas machen, womit wir jemanden nicht glücklich machen. Die politische Zustimmung ist auch relativ gering. Das andere wäre halt die sichere Nummer. Allerdings, Atompitz schreibt es auch im Chat, so langsam geht unser Metall nach unten und das müssten wir nachkaufen, über kurz oder lang. Ja. Da helfen uns wahrscheinlich diese 5-4 oder also ja diese 5 mehr an Metall auch nicht. Doch, die werden uns helfen, weil wenn das nächste Projekt ausgelaufen ist, das ist es ja jetzt gerade, ob wir dann halt nochmal in die Modernisierung des Bergbaus reingehen. Ah ja, gut. Dann lass uns das machen. Vielleicht hilft uns das dann auch bei der Ausbeute in diesen... Ja, ich würde aber hier trotzdem auch in die 10% Unzufriedenheit gehen. Wir können dann immer noch Festivals feiern, um diese... oder würdest du dich davon... lieber freimachen. Weil wir kriegen auch Interventionismus. Ich finde die andere Variante ein bisschen sanfter. Klar, mit geringeren Rohstoffeinnahmen, allerdings... Also Ausbeute erhöhen. So fürs da haben wir dann auch keinen Interventionismus und keine Unzufriedenheit. Ja. Und die Arbeitslosigkeit sinkt trotzdem. Ja. Und das kann ich... finde ich eigentlich eine schöne, auch wenn es weniger ist, das weiß ich, es ist ein bisschen... Ja. Nee, aber finde ich gut. Genau. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Projekt. Und da würde ich tatsächlich, wie wir es uns schon rausgesucht haben, genau hierauf ausgehen, auf die Modernisierung der Bergbauindustrie. Rohstoffeinnahmen plus 20 bei den Metallen ist der Effekt davon. Das bringt uns nicht komplett ins Grüne, aber hilft auf jeden Fall schon mal ordentlich. Ja, komm, dann lass uns das ausprobieren. Ja. Was heißt ausprobieren? Lass uns das tun. Ja. Wenn es doch hilft. Genau, und dann geht's weiter. Genau, und wir sind hier... Hier sind wir... Abgesagt, das heißt, wir kaufen jetzt erstmal Brennstoff. Da haben wir schon was ausgegeben. Da würde ich jetzt mal so, ja,
150. Dass wir auf 1000 sind. Und dann Metalle. Würde ich mal so 400, dass wir so auf 1,2 sind, weil hier haben wir ja einen negativen Wert. So. Und Atompilz zu deiner Frage. Ja, hier stehen beispielsweise bereits unsere Armeen. Die bestehen aus 4 Garnisonen Panzergrenadieren, 2 Jagdflugzeugen, einer Kommandoeinheit und 2 Hubschrauberschwadronen. Die haben wir hier stationiert und wir haben, es gibt auch eine deutliche militärische Variante oder einen militärischen Aspekt dieser ganzen Sache. Und hier oben, die Türkei führt zurzeit Krieg gegen Georgien. Bereits seit über einem Jahr. Ja, also ja, es kann Kriege geben. Es ist definitiv auch alles ausgelegt darauf, dass hier Kriege stattfinden. Also eine Möglichkeit, dieses Spiel zu gewinnen, ist wirtschaftlich überlegen, absolute Herrschaft, Anzahl der nicht besetzten Landprovinzen. Ja, also man kann durch Eroberung gewinnen, aber auch durch Diplomatie-Sieg. Ja, man kann durch Eroberung gewinnen. Genau. So. Die in Südkorea durchgeführte diplomatische Aktion Investition ist fehlgeschlagen, was weitere Konsequenzen nach sich zieht. Nochmal minus 5 für 60 Tage allerdings nur. Tja. Doof. Ach. Entschuldigung. Gesundheit. Dankeschön. Diplomatische Aktion finanzielle Unterstützung würde erfolgreich in Australien umgesetzt. Super. Also, Australien haben wir jetzt wieder ein Verhältnis von 141. Aktion aggressive Bewirtschaftung wurde erfolgreich in der Provinz Christchurch umgesetzt. Jetzt haben wir wieder negativ, also weiter negativen Aspekt hier bei unseren Aktionspunkten, um das zu unterhalten. Aktion Ausbeute erhöhen wurde erfolgreich in Dunedin umgesetzt. Okay. Ausbeute ist erhöht in Dunedin. Ja, man sieht es schon ein bisschen hier. Minus 34 nur noch. Und hier haben wir gute Pluswerte. Das ist schön. Die in Südkorea durchgeführte diplomatische Aktion infrastrukturelle Unterstützung ist fehlgeschlagen, da die Anforderungen für diese Aktion nicht länger erfüllt werden. Ah, okay. Diplomatische Aktion infrastrukturelle Unterstützung wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Okay. Das Ding, okay, das war, weil sie nicht mehr zum Block gehörte, war das vorbei. Aber in Australien haben wir es jetzt umgesetzt. Da müssten wir jetzt eigentlich eine Beziehung, wird hier schon angezeigt, 151. Ja, jetzt wird es hier auch angezeigt. 151. Das heißt, ich mach nochmal auf Pause. Können wir bei Blockaktionen, wir können schon wieder für, wir könnten schon wieder um AP-Punkte bitten. Für 5. Also für 5 Beziehungen. Könntest du noch mal schauen, was bei dem im Bereich politische Integration schon da steht? Ja. Blockzusammenstellung. Wirtschaftliche Integration, soziale Integration, wissenschaftliche Integration und militärische Integration. Politische Integration haben wir noch nicht. Weil es gab jetzt bei diesen, bei den Auswahlmöglichkeiten, was wir so mit Australien tun könnten, irgendwie auch noch den Bereich politische Integration. Ja. Und da würde mich interessieren,
was da dahinter steckt. Genau. Und da ist es so, genau, wir können es nicht durchführen, weil Australien nicht dasselbe politische System wie Neuseeland. Ach nee, Australien dasselbe politische System wie Neuseeland, nein. Aber wir haben dasselbe politische System wie Neuseeland. Das heißt, wenn wir ein anderes politisches System haben, also Australien hat dasselbe politische System. Wir könnten also so jemanden sagen, so, mach doch mal hier Parlamentarismus. So verstehe ich das. Das verstehe ich nicht. Also hier, erstmal hier, Neuseeland, Zealand befindet sich im Verteidigungskrieg. Nein. Und da ist jetzt ein grüner Haken vor. Das hier ist die Bedingung. Neuseeland und Australien befinden sich im Verteidigungskrieg? Nein. Weil wir uns nicht in einem Verteidigungskrieg befinden, hier? Nein. Ist hier ein grüner Haken davor. Hier steht, Australien hat dasselbe politische System wie Neuseeland? Nein. Und es ist ein X davor. Heißt, Australien und Neuseeland haben dasselbe politische System, deswegen ist die Bedingung Nein nicht erfüllt. Und deswegen können wir... Ich finde übrigens doppelte Verneinungen verwirrend. Ja, sind sie. Aber, sind sie durchaus. Aber es ist tatsächlich so, ne? Also hier steht die Bedingung und hier steht, ob es erfüllt ist. Quasi. Wenn man es von der Logik her, also nicht semantisch, sondern von der Logik her betrachtet, hier steht eine Bedingung und hier steht, ob sie in dem Fall erfüllt ist, dann kriegt man es aufeinander gedröselt. Aber da brauchte ich jetzt auch einen Moment, um das zu verstehen. Okay, danke. Gut, ja. Was machen wir denn jetzt mit Australien noch? Beziehungsweise wäre die Frage auch, ob wir unsere Aufmerksamkeit nochmal gen Japan richten, um dort die Beziehungen auch noch so ein bisschen zu boosten. Da verbessern wir ja schon einmal hier. Diplomatische Aktion wird durchgeführt. Infrastrukturelle Unterstützung sind wir schon einmal dabei. Wir könnten natürlich nochmal finanzielle Unterstützung irgendwo hinfließen lassen. Aber da ist es auch wieder wichtig, welche Region wir auswählen. Also Provinz BIP, wo der Provinz-BIP niedrig ist, aber in Japan ist er überall abgefahren hoch. 3000, mein Gott. 200. Also hier wäre schon in der Provinz Shikoku ist der niedrigste BIP, das heißt, da könnten wir Investitionsmittel hinschnubbeln. Ja, na dann. Also finanzielle Unterstützung. Transferiert Geld und gibt uns auch plus 5 Beziehungen wieder. 95% Erfolgschance. Finde ich gut. Okay. So, und ich würde jetzt tatsächlich, da wir Australien auf 151 Beziehungen gebracht haben, würde ich jetzt direkt auch nochmal um AP bitten, weil wir sind schon wieder dünn. Ja, das stimmt. Also, wir brauchen diese ständige Hilfe von außen, um handlungsfähig zu sein. Unser Geld schrumpft auch langsam, weil unsere Wirtschaft so ein klein wenig. Also das nächste ist tatsächlich, wir müssen unseren Wirtschaftsplan angehen mit dem Tourismus-Ding. Dafür hätten wir jetzt mit dem Tourismus-Ding und mit dem Bergbau. Den Bergbau haben wir jetzt gerade schon, also der wird gerade, das Projekt ist am Laufen. Wahrscheinlich werden wir aber auch noch irgendwas bauen müssen, damit wir, weiß ich nicht, abbauen können. Genau, ja. Also selber produzieren irgendwie. Ja. Das können wir auch gleich mal gucken, aber ich würde jetzt auf jeden Fall Ask for Governmental Assistance direkt nochmal machen. Bei Australien. Ja. Gut. Die haben auch, ja. Können sie sich leisten. Wir geben 1000 dafür aus. Ist super. Erfolgschance 75%. Wenn es scheitert, haben wir schon einmal erlebt, haben wir keine negativen Auswirkungen. Also bestätigen
Und bei Japan arbeiten wir daran, dass es besser wird. Und jetzt würde ich mal, wir haben nämlich noch zwei Bauplätze in den Provinzen, die hier im Wasser liegen. Und dort, genau, Industrie, dort könnten wir mal, Tagebaumine geht auf dem Wasser nicht. Schachtmine geht auch auf dem Wasser nicht, natürlich. Ölquelle geht auch nicht auf dem Wasser. Wir hatten doch irgendwie sowas wie, war das bei Wirtschaft? Nee, Industrie muss das gewesen sein. Irgendwas, was auf dem Wasser ging. Achso, Förderplattform, natürlich. Förderplattform gibt uns 3 Metalle und 6 Brennstoff. Und wir brauchen dafür fossile Brennstoffe als Projekt. Können wir mal gucken, wie weit das noch entfernt ist. Fossile Brennstoffe, da oben. Regulierung der Bergbauindustrie und dann fossile Brennstoffe. Wäre auch in Reichweite, dann könnten wir was in unseren Wassergebieten bauen, was wir bisher überhaupt nicht können, um Metalle und Brennstoff zu produzieren. Ja. Weil eine andere Möglichkeit haben wir ja nicht, oder? Gerade an die Rohstoffe zu kommen. Nee, tatsächlich nicht. Okay, dann ich schreibe das mal auf, wieder bei Umwelt. Zweimal. Und zwar Punkt, Punkt, Punkt. Fossile Brennstoffe für Bohrinsel. Bohrinsel. Und da mache ich zweimal hinter, weil wir haben 2 Gebiete, in denen wir dafür einen freien Bauplatz frei hätten. Also das würde hier in diesen Südinsel, in diesem Seegebiet und auch hier oben in der Nordinsel in diesem Seegebiet, überall wo diese Fahne ist, haben wir einen ungenutzten Bauplatz und wir haben im Moment noch nichts, was wir da hinbauen können. Das heißt, das wäre auch sehr sinnvoll, weil wir das in beiden Gebieten machen könnten. Mhm. Ja. Okay, dann wissen wir, dass es wirtschaftlich in die Richtung geht. Der Tourismus wäre halt immer noch so eine Frage. Ja, Tourismus, wie wir den brauchen wir auch, damit wir diese Tourismusressource brauchen können, müssen wir bei der wirtschaftlichen Entwicklung Projekte wirtschaftlicher Fokus, müssten wir hier auf den Erholungstourismus kommen. Da brauchen wir 1000 AP für, hier brauchen wir 1000 AP für. Auch zu machen. Dauert nur. Genau, dauert einfach nur. Das heißt, ich würde jetzt mal laufen lassen und im Moment haben wir auch ein gutes Einkommen und noch genug Geld, dass wir uns aus der Misere hier rauskaufen können. Also Minister, also Ombudsmann ist für innere Angelegenheiten. Wir müssen einen neuen unterzeichnen. Jan Oliveira hat Kriegsverlustmodifikator minus 1 und Unzufriedenheitszielwert minus 5. Das könnte ganz interessant sein, die Unzufriedenheit. Ja, finde ich auch. Weil wir haben eh Aktionen gemacht, die es um plus 10 pushen. Dann würde ich Mattia Bernasconi nehmen. Ich würde ihn gern kennenlernen. Alles klar, dann verpflichten wir ihn mal. Okay. Ja, unser BIP fällt auch immer mehr. Wir haben aber auch eine sinkende Weltwirtschaft. Ja. Wenn ich mich recht entsinne. Genau. Und unser BIP wird steigen, sobald wir eins von den Gebäuden bauen. Entweder Tourismus oder Bohrinsel wird unsere Wirtschaft wieder hochgehen. Und minus 0,4 ist jetzt nicht so schlimm. Ich sag jetzt einfach so, nicht so schlimm, als ob ich eine Ahnung davon hätte.
Nee, Politik ist es nicht. Geld. Wir könnten was tun, indem wir den Steuersatz erniedrigen, aber dass wir ein Plus an Geld haben, ist gar nicht so schlecht. Wir haben allerdings eine Unzufriedenheit wegen Steuerlast. Gucken wir uns, ja, Weltwirtschaft ist hier im Moment Weltwirtschaftswachstum minus 0,1%. Da finde ich uns mit BIP-Wachstum minus 0,04 echt ganz gut. Arbeitslosenquote ist 6,24% und sie nimmt im Moment ab. Das heißt, unsere Wirtschaft sollte langsam hochgehen und die Weltwirtschaft schrumpft gerade. Und es sieht so aus, als ob sich das auch fangen wird, hoffentlich. Das heißt, eigentlich sieht alles ziemlich gut aus, was Wirtschaft angeht. Das heißt, noch kein Alarmismus. Und wir haben die AP von Australien bekommen. Das ist super. Ja. Und Horsti schreibt auch gerade im Chat, dass ja auch das Bruttoinlandsprodukt natürlich jetzt während dieser Pandemie auch gesunken ist. Die Zahlen für Deutschland müssten wir nochmal genau prüfen, aber irgendwas so 10%, sagt er. Für Neuseeland habe ich heute tatsächlich geguckt und da sind es minus 6,1 im Jahr 2020, die das Bruttoinlandsprodukt geschrumpft ist. Und die haben schon wieder alles geöffnet, weil sie krasse Maßnahmen ergriffen hatten. Okay, es ist auch dünner besiedelt. Aber die haben im Moment keine Lockdowns mehr, ne? Genau, die haben, glaube ich, 2 harte Lockdowns durchgezogen. Und momentaner Stand ist alles halbwegs okay dafür, dass eine Pandemie ist. Allerdings kann sich das halt auch ganz schnell ändern, wie man jetzt auch in Australien sieht. Da war jetzt irgendwie vor 2 Wochen auch der Jubel groß, sodass man es geschafft hat nach 4 Wochen und Monaten. Aber es reicht dann halt ein Fall oder 2 und schon geht es los. Und sobald ich das gesehen habe, sind da jetzt auch diese es gibt auch in Südafrika eine Virusmutation. Ich weiß nicht, ob es die gleiche ist wie in Großbritannien, aber es gibt auf jeden Fall eine in Südafrika, die auch so krass ansteckend ist. Ja. Und die ist jetzt auch in Australien gelandet und dann geht es halt einfach ganz schnell. Also ich glaube, dass Australien und Neuseeland auch so einen Flugkorridor miteinander gebildet haben oder bilden wollten. Ja, also von Mensch zu Mensch Ansteckung halt. Das geht schnell. Ja. Ja, und diese Südafrika-Variante ist ja auch wahrscheinlich, hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie auch in Deutschland angekommen ist. Genau, also ich habe nur irgendwo heute gelesen, dass diese britische Variante oder die britische Variante oder spezifisch englische Variante, weiß ich nicht, wo irgendwie auch im November schon nachgewiesen wurde. Ich weiß halt nicht, ob diese südafrikanische und die britische ein und die gleiche Mutationsvariante sind. Das weiß ich auch nicht. Ich gehe aber stark davon aus, dass wir in Deutschland bald auch diese südafrikanische Variante haben werden, weil ich habe gerade zu meinem absoluten Erschrecken gelesen, oder gerade gestern war das, glaube ich, dass in Frankfurt keine Flüge von Südafrika mehr landen durften. Und zwar von Lufthansa. Okay. Und Lufthansa hat Folgendes gemacht. Lufthansa gehört ja zu dieser Star Alliance. Und Lufthansa hat dann einfach gesagt so, ja, wenn ihr nicht in Frankfurt landen könnt, dann machen wir was anderes. Das sind ja unsere Kunden. Also haben sie auf Austria umgebucht und die Leute sind über Wien nach Frankfurt geflogen. Ja, so kann man es auch machen. Sind ja. Die auch in der Schweiz irgendwie Leute aus der Quarantäne verschwunden? Ja, ja. Ja, das habe ich auch gelesen. Irgendwie 200 Briten, die verschwunden sind und 12 waren noch da oder so, keine Ahnung. Ja, aber mal ehrlich, wenn ich jetzt Kommentare gelesen oder gehört habe über die letzten Tage und wie Leute Weihnachten verbracht haben und... Ja, ich habe nur ein paar Bilder aus den Skigebieten, also auch wieder Ischgl in Österreich gesehen und du schnallst ab. Im Erzgebirge, der Harz... Die Polizei im Harz sagt inzwischen, na, was sollen wir denn machen? Es ist halt Reisefreiheit, die Leute können kommen, wie sie wollen und die Leute sind halt auch da. Es hat geschneit und natürlich will man dann irgendwie dahin. Das verstehe ich auch, aber alle zum gleichen Zeitpunkt ist halt schwierig. Ja.
gut, bleiben wir noch ein paar Wochen und Monate länger zu Hause. Ja, so wie im Skigebiet wird es auch Silvester sein. Ja, das befürchte ich. Das befürchte ich auch einfach. Ja, wobei, na, Silvester.